Prinzipiell bieten wir mal Beratung an und auch ein bisschen Wegweisung. Erstens zu den anderen Ständen am Markt, aber natürlich auch, dass man in die Apotheke kommt und besonders in die demenzfreundliche Apotheke, wenn es auf diesem Gebiet Fragen gibt. Erste Fragen vielleicht, aber auch dann das große Thema, wie nehme ich meine Medikamente richtig ein, wo könnte es Probleme mit anderen Medikamenten geben, wo muss ich besonders aufpassen. Genau. Einfach den Übertritt ein bisschen zu erleichtern und zu wissen, es gibt Apotheken, die sind speziell geschult zu diesem Thema. Nicht nur was die menschliche, also nicht nur was die berufliche Komponente angeht, sondern natürlich auch was den menschlichen Aspekt angeht. Um eben der Bevölkerung auch aufzuzeigen, wir sind auch eine Anlaufstation, man kann sich mit Sorgen und Fragen auch an uns wenden und eben nicht nur, wenn es um das Thema Arzneimittel geht, sondern auch einfach, wenn man nicht weiß, wohin kann ich mich wenden, wo gibt es Personal, wo gibt es speziell geschulte Ärzte, wo kann ich eine Gedächtnisüberprüfung überhaupt einmal angehen oder ganz viele Fragen kommen für Angehörige, die selber jetzt nicht trauen, sich wohin zu gehen, die vielleicht Angst haben, eine Diagnose zu bekommen. Wie kann ich diesen ersten Schritt gehen, dass man überhaupt einmal an richtiges Fachpersonal kommt? Das bedeutet für mich auf jeden Fall, dass Menschen mit Demenz genauso wichtig sind wie du und ich, dass sie genauso im Alltag sichtbar sein sollten und dass ihre Bedürfnisse, die genau die gleichen sind wie meine und deine, gehört werden. Und wir wissen ja alle, keine sozialen Kontakte macht einfach das Fortschritten einer demenziellen Erkrankung noch viel intensiver. Das heißt, es muss mindestens genauso wichtig sein, neben der Tablette auch menschliche Kontakte, vielfältige Herausforderungen und einfach mitten im Leben stehen zu dürfen.